Eines Tages wollte Glooskap einige Enten jagen, die er im See schwimmen sah. Aber als er versuchte, mit seinem Kanu hinauszupaddeln, blies ihn der starke Wind zurück ans Ufer. Nach wiederholten Versuchen beschloss er, etwas gegen diesen lästigen Wind zu unternehmen. Er ging zu Großmutter Murmeltier und fragte sie: Warum ist der Wind so stark? Woher weht er? Aber Großmutter Murmeltier wollte seine Frage nicht beantworten. Glooskap fragte sie immer und immer wieder, bis Großmutter Murmeltier schließlich antwortete: Warum ist der Wind so stark? Der Wind wird von einem riesigen Windadler verursacht, der auf einem hohen Berg mit den Flügeln schlägt. Wo ist dieser hohe Berg? Fragte Glooskap. Du findest ihn, wenn du in den Wind reist, antwortete Großmutter Murmeltier. Glooskap reiste in den Wind, das Tal hinauf, ins Vorgebirge, an der Baumgrenze vorbei, auf den felsigen Gipfel des Berges. Während er lief, wurde der Wind immer stärker. Er blies seine Mokassins weg, dann sein Hemd, dann seine Hose, dann seine Haare, sogar seine Augenbrauen. Er musste sich an den Felsbrocken festhalten und krabbeln. Aber er fand den Windadler. Großvater Windadler, sprach Glooskap respektvoll, du leistest gute Arbeit, den Wind wehen zu lassen. Aber von dem anderen Gipfel dort drüben könnte man es besser machen. Ich danke dir, Enkel. Ich kann nicht dorthin reisen. Meine Flügel sind nicht zum Fliegen da. Dann kann ich dich tragen, bot Glooskap an. Er webte einen Trageriemen aus Baumrinde, die er unten am Berg gefunden hatte. Er wickelte Windadlers Flügel fest ein und hob ihn auf seinen Rücken. Doch als Glooskap den Berg herunterkam und über einen breiten Riss im Felsen sprang, ließ er Windadler fallen. Der große Vogel stürzte in den Riss und saß hilflos fest. Erfreut über den Erfolg seines Tricks, reiste Glooskap wieder den Berg hinunter. Es dauerte so lange, dass seine Haare und Augenbrauen nachwuchsen. Er zog sich neue Kleider und Mokassins an und begann, in den See hinauszupaddeln.
Aber es war windstill. Es war sehr heiß. Er begann zu schwitzen. Staub bedeckte die Pflanzen. Der Wasserstand war niedrig. Das Wasser war schmutzig und roch schlecht. Bald roch Glooskap auch schlecht. Er ging zurück und fragte Großmutter Murmeltier: Was stimmt mit der Welt nicht? Sie zwang ihn zuzugeben, dass er den Windadler gefangen hatte. Wir brauchen den Wind, sagte Großmutter Murmeltier. Er kühlt uns. Der Wind rührt das Wasser um und hält es süß. Er bringt frische Luft und Regenwolken. Wir brauchen den Wind, Glooskap. Glooskap verstand, dass er falsch gehandelt hatte. Er machte sich auf den Weg zurück auf den Berg bis zu dem Riss, wo er den Windadler abgeworfen hatte. Aber er war besorgt, dass Großvater Windadler wütend auf ihn sein könnte. Dann erinnerte er sich. Er sah jetzt anders aus. Als er zu dem Riss kam, sagte er: Onkel Windadler, wie bist du hier runtergekommen? Windadler schaute ihn hart an. Neffe, ein sehr hässlicher, haarloser Mann ohne Kleider hat mich ausgetrickst und mich hier abgesetzt. Onkel, ich werde dir helfen. Glooskap holte den Windadler aus dem Riss und befreite ihn wieder oben auf dem Berggipfel. Dann sagte Glooskap: Aber denke daran, dass der Wind nicht immer stark wehen muss. Manchmal kann er auch sanft wehen. Danke, Enkel. Ich werde daran denken. Und bis heute weht der Wind manchmal hart, manchmal weich und manchmal gar nicht.